Der Wolf. Wölfe zählen wohl zu den bekanntesten Raubtieren in unseren Gefilden. Die Evolution hat zahlreiche Wolfsarten hervorgebracht. Weit verbreitet sind zum Beispiel der Werwolf, der American Werewolf, der Werfwolf, der Reißwolf, der Fleischwolf, der Seewolf, der Polarwolf, der Steppenwolf, der Leitwolf oder der Mähnenwolf. Der männliche Wolf wird von seinen Freunden Wolfie, das weibliche Tier Wolverine, genannt. Trifft ein einsamer Wolf auf eine Wolverine, gründen sie zusammen eine Wolfgang und bauen eine Wolfsburg. Sofern möglich an einem Wolfgangsee oder auf einem Baumwolffeld. Sobald sich beide Wolf fühlen, bekommen sie Wölflinge. Die Wolverine nährt die Wölflinge mit Wolfsmilch, aus der sich übrigens auch der sehr schmackhafte Wolfram herstellen lässt. Bevorzugte Nahrung des adulten Wolfes sind Siebengeißlein und Rotkäppchen. Zur Jagd schleicht sich der Wolf im Schafspelz aber auch an arglose Schafsschwärme heran. Manche Wölfe fressen sogar ausschließlich Reh. Diese Exemplare werden Revolver genannt. Aufgrund seiner Gefräßigkeit wird der Wolf oftmals selbst vom Menschen bejagt. Was der Wolf wohl verdient. Viele Wölfe sind künstlerisch begabt. Die Wolfswerke werden sehr gerne von Wohlfahrtsverbänden ausgestellt. Bei Vollmond heulen Wölfe. Ist ja auch irgendwie traurig. Der Wolf als sympathisches und kraftvolles Tier war bereits bei vielen Firmen und Produkten namensgebend involviert. So wurden beispielsweise die Automarken Volvo oder der Wolfswagen mit seinen Erfolgsmodellen Wolf GTI und WW Lupo nach ihm benannt. Lediglich das Mineralwasser Wolfig konnte sich, warum auch immer, nicht am Markt behaupten.